Oh mein Gott. Nein. Nein. Ist es ein Bug? Oder ist es ein Feature? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Ben und Ed. Wir spielen heute weiter und sind hier gerade, ich glaube, sogar an der letzten Etage in diesem Level. Und ich werde jetzt versuchen, das Ganze zu beenden, nachdem es mir in der letzten Folge ja nicht gelungen ist. Also wir waren immerhin schon mal oben, ich habe aber dann zu hektisch den Kopf geworfen. Vielleicht geht es auch gar nicht. Es kann sein, dass die Glaskuppel das am Anfang immer abwehrt, aber ich glaube, wir müssen unseren Kopf da reinwerfen. Also es wäre logisch, wenn es was anderes wäre, wäre es sehr ärgerlich, weil ich jetzt schon seit, paar Minuten, keine Ahnung, seit Mitte der letzten Folge, vielleicht würde ich jetzt mal schätzen, oder die letzten 5 Minuten der letzten Folge da dran war, dieses Ding fertig zu machen. Aber so wie ich mich hier gerade schon wieder anstelle, wird das nichts mehr heute. So. Okay, jetzt hier rüber. Da hoch. Da hoch. Da ist die Plattform. Auf. Ja. Ich finde dieses Spiel super. Es macht echt Spaß. Es macht einen Heidenspaß. So. Okay. Wir sind mittlerweile in der 3. Folge bei diesem Level, aber ich lasse mich nicht hektisieren. Ich habe so viel Spaß, dass mir das egal ist. So. Nun springe ich über dieses Messer und über das nächste. Jetzt kommt das Messer gleich wieder. Ich raste hier echt noch aus. Man muss sagen, aber meine Logitech-Tastatur macht dieses Spiel sogar sehr gut mit. Also ich habe schon ziemlich oft auf die Enter-Taste gehauen. Ich habe die Tastatur mittlerweile 3 Jahre und man muss sagen, ohne das jetzt hier Werbung zu machen, ist gut. Ist immer noch nicht kaputt, obwohl es keine mechanische ist. So, ausnahmsweise die Enter-Taste mal ganz normal gedrückt. Okay, da hat er mir wieder die Beine weggesäbelt. Aber jetzt konzentriere. Verdammte Scheiße, ey, dieses blöde Trickspiel hier. Blöde. So. Okay. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ist es ein Bug? Oder ist es ein Feature? Ist es ein Bug? Was ist das? Wo bin ich? Was tut es? Hallo? Ey, nee. Ihr wollt mich doch jetzt komplett verarschen, oder? Ey, wenn ich hier jetzt nicht mehr rauskomme. Oh mein Gott. Hochbacken geht immer. Verdammte. So. Okay. So. Ich gehe immer zu früh zurück. Was ist das? Das kann doch hier unten nicht geplant sein, oder? Sonst wären die doch nicht so durchsichtig, die Dinger. Aber irgendwie heben die mich trotzdem immer hoch. Das kann doch nicht geplant sein. So, okay. Ich werde hier immer wieder hochgebackt. Das finde ich sehr schön schon mal. Ah, ich kann auch so drauf. Sehr schön. Unstoppable.
Gut, also am Ende landet man da doch im komischen See, aber... Alter. Dieses Level. Dieses... Hallo? Dieses Level? Oh, ich dachte, jetzt kommt hier... Ja, also... Normale Spiele würden jetzt hier eine Brücke hochfahren, aber bei uns... bei uns hier am... bei Sluggerfly oder... Ich glaube, so spricht man es aus. Das ist nicht so. Da wird man dann nochmal verarscht. So, hier nochmal schön dagegen, ne? Natürlich, wie soll es denn anders sein? Okay, der ist schon weggefahren, aber ich gucke hier noch nach Dosen. Juckt mich eh nicht, dass der kleine Drecksblage kann ruhig weg. Oh Gott. Hier, 41 Minuten nehme ich jetzt auf. Ich habe jetzt drei... Warte. Ja. Knapp drei Folgen für dieses Level gebraucht. Drei fucking Folgen. Für diesen Screen. Level complete. So. Das Einzige, was ich jetzt gewonnen habe, ist, dass ich hier nochmal eins machen darf, in Anführungszeichen. Ja. So. Gut. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, dass ich jetzt eine Aufnahmepause mache, weil ich dachte, ich nehme jetzt mal wieder ein bisschen mehr Ben und Ed auf. Aber ganz ehrlich, die 15 hat mein Kopf, ich kann ruhig sagen, gefickt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem eine positive Bewertung da. Stimmt, das Folgenende ist ja noch gar nicht. Ich wollte gerade schon wieder Folge beenden, aber es ist ja nur Aufnahme, es geht ja gleich direkt weiter hier. So. Es geht gleich direkt weiter. Ich würde sagen, bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Ben und Ed. Wir spielen heute weiter und ja, wir kommen heute in Level 16. In der letzten Episode haben wir diesen wunderbaren Roboter gemacht, der mir echt ultra viel Spaß gemacht hat. Obwohl, das war gar nicht in der letzten Episode, das war gerade eben. Das war in dieser Episode. Ja. So verpeilt bin ich. Ich war auch jetzt ein paar Tage krank, deswegen, also auf dem YouTube-Kanal hat man das nicht gemerkt, aber an meiner Stimme wird man es vielleicht noch etwas hören. Ich muss vielleicht auch ein paar öfter mal Pause machen, also schneiden. Das müsste euch aber nicht stören, das ist dann halt eine kurze Unterbrechung. So, wir laden Sprinter, cool auf Englisch ausgesprochen. Drücken wir mal auf Start und gucken mal, was dieses Level so mit sich bringen wird. Welche tückischen Geheimtücken und was sonst noch. Oh, also das Zeug hinter uns geht schon mal, ja. Also das war schon mal wieder richtig gut, also da fangen wir schon mal wieder richtig gut an. So, ich mach mal kurz ein bisschen leiser. So. Und ich glaube, ja, hinter uns geht das kaputt. Verdammt. Naja, egal. Oder sind, das sind nur diese Pillowbalken, also nur diese, wo nicht so ganz, ja, genau die. Ich wollte es nur zeigen, deswegen bin ich gestorben. So, ich habe heute auch wieder Reaktionszeiten von einem, keine Ahnung, von einem Faultier oder so. Deswegen, müsst ihr mir das, verzeihen. Okay, das geht dann nicht mehr. Da muss man also straight drüber rennen. Ich will dann irgendwie mal anhalten. Das ist aber ein bisschen blöd, wenn man das tut. So. Oh mein Gott. So, hier haben wir jetzt kurz eine Verschnaufpause. Wir können gucken. Ich gehe aber erstmal diesen Weg. Okay, hier habe ich nochmal Zeit. Ich komme mir vor wie auf so einer Holzachterbahn. Und ungefähr genauso gut gebaut sind die dann auch immer. So, wir kommen als Ganzes ins Ziel. Und sterben dann natürlich. Ich war doch... Achso, das sah gerade aus wie der Anfangs-Checkpoint. Ich dachte, ich wollte gerade schon wieder rumragen. Aber ich will natürlich noch die ganzen anderen Dosen holen. Das können wir hier... Deswegen... Ich bin so ein Idiot, echt, ganz ehrlich. Deswegen können wir hier nochmal kurz ein bisschen zurücklatschen. Okay, das war auch mal wieder sehr gut. Also... Alle, die bis hierhin... Es müsste die Hälfte der Episode sein, zugeschaut haben. Werden spätestens jetzt... Entschuldigung, das ist meine Stimme. Nochmal spätestens jetzt abschalten, weil ich gerade wieder Dinge tue, die man nicht immer mehr von einem Let's Player erwartet, der sowieso generell kacke ist. So. Ja, okay. Das war mal wieder ein bisschen
ne, bisschen unglücklich gelaufen gerade. So, diese Dinger hier machen mich auch echt immer verrückt. So, jetzt. Aber sonst, okay, ab der Abzweigung war hier dann nichts mehr. Wir sind rechts. Ja, wir können auch einfach respawnen. Wir sind rechts gelaufen, was eigentlich sogar sehr gut war. So. Okay, jetzt hier wieder drüber, 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 durch, durch. Oh, oh. Alter. Okay, das war irritierend. So. Okay. Jetzt nochmal. Durch, durch. Oh mein Gott, diese Hammer machen mich noch verrückt. Okay, diesen, ich hasse die. Weil man will nicht anhalten, weil man ja sonst runterfällt. Aber man muss ja trotzdem durchkommen. Das ist ein Problem, würde ich sagen. Und wir werden mal gucken, ob wir das irgendwie lösen werden oder hier einfach wieder die Cheats anmachen müssen, so wie sonst auch. Okay. Das war jetzt mal wieder richtig gut. Wenn man natürlich nicht auf die Maus drückt, dann ist es schwer, durch diese Dinger hier durchzukommen. Das weiß man aber normalerweise nach dem Tutorial schon. So. Aber ich brauche natürlich wieder ein bisschen länger. So, so. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wer ist das? Okay, ich kann hier einfach weiter, weiter. Ah! Ich darf nicht. Oh, ich darf nicht anhalten. Ich wollte da nicht runterfliegen, aber genau das ist passiert. Also war mal wieder, ich würde sagen, war mal wieder ein bisschen Pro-Gaming hier. So. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich raste hier echt noch total aus bei diesem Spiel. So. Hä? Wie soll ich das schaffen? Weil ich meine, wenn ich roll, kann ich nicht springen. Vielleicht muss ich auch... Na, wahrscheinlich muss ich mich erst durchrollen und dann anhalten. Würde ich jetzt mal schätzen. Also wenn das geht, natürlich nur. So, hier kommen wir relativ gut. Okay, die Hammer passen soweit. Okay, das war ein kleiner Bug. Oh mein... Alter, wie der immer hochspringt. Da springt der aber auch schon so selbstmordgefällig. Achso, okay. Ah, so muss man das machen. Alles klar. Ey, ich bin... Das war gerade mal wieder richtig... Der steht aber auch nicht normal auf. Der springt natürlich auf. So stehe ich auch immer auf. Ich springe hoch, springe 10 Meter in eine Richtung. So mache ich das auch immer. So. Dann rennen wir hier mal wieder drüber. Weiter, 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 weiter. Der Hammer ist weg. Der andere Hammer ist auch gerade weg. Und dann geht's hier durch. Oh mein Gott. ESL. So, hier hoch. Oh. Okay, das war sogar schon mal ganz gut. Dann hier ganz nach hinten. Okay. Also wenn man da echt gegensteuert. Oh mein Gott, bin ich ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Okay, das war noch idiotischer. Also, aber das war gerade, warte, ich war gerade wieder tricky, was ich gerade gemacht habe da unten. Das war wieder ein richtiger Kniff. Also den kriegen echt nur die Profis hin. Also das ist wirklich so schlecht zu machen. Dafür braucht man schon viel Können. Weiter geht's. Wir rollen uns hier durch. Hier hoch. Noch eins hoch. Hier hoch. So. Okay, gegensteuern muss man immer. Gegensteuern. Und komm einfach durch. Wir sind im Checkpoint. Natürlich haben wir das geschafft. Candy Beer. Quality for everyone. Alles klar. Was auch immer Candy Beer ist. Okay, wir sind wieder im Fleischwurf 2.0. Okay, wir hätten regainen können, aber daran denke ich natürlich nicht. Wenn, will ich es natürlich completely straight machen. Okay, das ist alles geplant. Okay, das war nicht geplant. Aber das war natürlich nur ein Bug. Da hat irgendwer was falsch programmiert, sonst hätte das natürlich, was ich gemacht habe, hätte natürlich funktioniert. Könnten die Programmierer hier programmieren. Kann man an dieser Stelle natürlich auch mal sagen. So. Jetzt hier. Ich kann mir eigentlich wieder Zeit lassen, weil wir hier gerade nicht die
die Broke-Dinger haben oder wie die auch immer heißen. Von so einem unterbelichteten Schreiner. Okay, das war natürlich wieder geplant. Das war natürlich. Ich wollte es euch natürlich nur zeigen, falls ihr euch das Spiel selber kaufen wollt, haben wollt, playen wollt, damit ihr wisst, so macht man es nicht. Ich müsste meine Let's Plays eigentlich dazu auch umbenennen. Nicht Let's Play Ben und Ed, sondern so macht man's nicht Ben und Ed. Ich glaube, da würde eher zum Inhalt. Was war das? Das war wieder totally random. Da hat das Spiel sich immer wieder gedacht, okay, so geht das aber nicht. Dann machen wir wieder was richtig Nices. Okay, wir werden sogar wieder aufgestanden, aber ich, Idiot, respawn natürlich wieder. Ja, es macht auch echt viel Sinn, vor diesem Hammer einfach stehen zu bleiben. Ist echt. Also das ist dann schon echt eine große Leistung. Aber ich sehe auch gerade schon wieder, dass wir am Ende der Episode sind. Ich glaube, wir sind schon bei 17 Minuten. Ich kann es nicht wirklich abschätzen, aber ich glaube, die letzte Episode ging, der letzte Teil von dieser Episode ging noch 7 Minuten oder so. Deswegen müsste das jetzt passen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Ben und Ed wieder, hoffe ich natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis dahin. Tschüss.